Weiter geht's, würde ich sagen. Deshalb, ja. So, genau. Licht, Ampel hat auf grün geschalten. Mal gucken, ob der Dealer das hinkriegt. Ja, kriegt dahin. Dann geht's weiter mit der nächsten Hand. Und die ist Hand Nummer 22. Ich hoffe mal, die Soundlevel und Tonqualität sind heute in Ordnung für euch. Der Kevin hatte letztens gesagt beim Replay, dass seine Stimme ein bisschen verzerrt war. Ich habe versucht, das bei mir heute noch mal ein bisschen einzustellen, dass das nicht übersteuert. Ich hoffe, ich bin laut genug und klar verständlich. Trotz des seifenartigen Getränkes, das ich hier zu mir nehmen muss, möchte ich noch mal darauf hinweisen. Hand Nummer 22, komischerweise ohne Straddle komplett, nachdem jetzt eine ganze Zeit lang Dreifach- und Vierfach-Straddle aktiv waren. Brauchen die Spieler, glaube ich, mal eine kurze Cooldown-Phase. Die nutzt natürlich gleich der Cash-In Bar aus und macht hier ein Open Race nach zwei Limpern auf 95, bekanntes Race. Und Cash-In Bar, seine Standardgröße, kriegt hier die zwei Caller. Birk und Hitman. Und ja, Cash-In Bar hier auch mit dem Treffer. Gegen Second Pair, natürlich nice. 3,50. Oh, jetzt kommt die Conti-Bet und die ist mehr als Pot-Size. Natürlich interessant hier. Und aus irgendeinem Grund geht der Birk reflexartig all in. Cash and Bar schnappt natürlich hier direkt zu. Nice. Was ist das für ein Play hier? Cash and Bar über Pot. Conti-Bet und Birk geht all in mit Second Pair, No Kicker, stabil. Cash and Bar schnappt einfach zu wie eine Beißschildkröte oder ein Krokodil. Schnieschnar Schnappi, da brauche ich auch noch so einen Einspieler. Nice Hand. Einmal wird gespielt, kein allzu großer Pot, auch wenn es 160 Big Blinds sind. Und ganz sicherer Runout hier für Cash and Bar, unser Dealer Tentakel. Orakel, Tentakel, wie auch immer. Ja, da freut er sich, da freut er sich. Sehr gut. Ja, Menges, guten Morgen. Willkommen an den Endgeräten zu Hause. TV-Geräte sagt man ja nicht mehr. Die meisten gucken es aber Endgeräte, mobile Endgeräte vorzugsweise. Danke fürs Prime-Abo, sehr gut. Du hast Konkurrenz heute, Menges. Kevin ist daheim, Zahndinge und haut ein Bits-Alarm nach dem anderen raus. Der will dich heute, glaube ich, stürzen, aber er schafft es nicht. Du bist ja einsam an der Spitze. Genau. Und ja. Zuhören, zuhören, was der Cash and Bar da sabbelt. Der übergießt sich gerade selber mit Eigenlob. Ne? Hier, so gießkannenartig, schüttet er selber Lob über sich drüber als Dealer und Operator. Kevin, die nächsten Bits. Sehr gut. Als Truff. Oh, wird direkt gekontert hier. Vom Menges geht's direkt. Sehr gut. Bit-Duell. Sehr gut. Jungs. Shut up and take my money. Sehr gut. Nice. Stacks and patches. Das hat noch nicht so viel gebracht. Danke. Sehr gut. Hey, gerne. Demnächst wieder. So, kommt es. Schauen wir mal. Also, weiter geht's. Hand Nummer 23. Da gibt's ein Straddle von Buttigol. Und Cash and Bar, hat er jetzt sicherlich Überwasser? Ja. Ja. Merkt man ihm auch an. Ich trinke gerade noch mal einen Schluck von diesem hervorragenden Erfrischungsgetränk. Kevin, ich hab's immer noch nicht leer. Ist, glaube ich, jetzt noch ein Drittel drin, aber ich arbeite dran, ne? Danke, Kevin. Cash and Bar mit dem Open Race, wieder 95. Hitman callt ihn. Ja, Schwab hat sich hier Poker-Haircut zurechtgelegt. Andere haben Poker-Outfit, der Schwab hat einen Poker-Haircut. Finde ich nice. Guter Mann, der Schwab. Ja, finde ich auch gut, dass der Dealer hier selber jede seiner Aktionen vor sich her sabbelt, wie so ein grenzdebiler alter Poker, wie heißen die beim Pokern? Old Man Coffee.
um selber nicht zu vergessen, was er machen will. Aha, call, ja, bet, ah, ja. Ja, genau. Aber er schafft's. Er schafft's und kriegt irgendwie die Karten rein. Flushdraw gegen Flushdraw mit Treffer. Also Cash and Bar ist hier, obwohl er den schlechteren Flushdraw hat, trotzdem gleich auf. Dank der 4. Und jetzt schauen wir mal, ob die 4 hier ausreicht. Zweimal wird gedealt. 10 2-Pair hier, nimmt den Gegner aus. Das ist schon mal gut für Cash and Bar. Erster Run, Full House. Nice. Ganz sichere Nummer. Da muss er selber lachen. Also ist eine Unverschämtheit, dieser Dealer hier. Ja. Unverschämtheit ist es. Ja, die 6. Und die 2. Also, da fällt mir nichts mehr ein. Wenn du den Dealer siehst, beschwert er sich noch, dass er von anderen Leuten als Luckbox bezeichnet wird. Also, wenn einer gut runnt, dann ist es unsere Number One Luckbox vor dem Herrn. Ja. Ja, also, für Cash and Bar reicht einfach ein Treffer. Es ist einfach schon immer so gewesen. Ne? Die Draws kommen nicht immer an, das haben Draws so an sich. Aber wenn er einen Treffer hat, geht die Marie rein, die Lage hier. Und dann reicht es auch beim Carlos. Da muss man einfach nicht lang rummachen. 4 ist gut, 4 gewinnt, war schon immer so beim Pokern. Schwamm drüber, wir nutzen die Gelegenheit des Rebuys und gucken uns Seed Nummer 7 an in unserer kleinen Vorstellungsrunde. Dann sind wir nämlich bald durch. Nico Mack, den kennt er aus den letzten Streams, unser vermeintlicher Online-Pro. Also er hat mal online gespielt, aber sicher kein Online-Pro. Macht aber starke Calls und starke Plays. Und heute, muss man sagen, macht er auch starke Laydowns, zumindest den kleineren Flushdraw. Auf der anderen Seite macht er vielleicht zu viel Laydowns heute, aber das gehört auch mal dazu. Ist auf alle Fälle immer präsent am Tisch und hat das Geschehen immer im Blick. In die großen Pötte ist er immer involviert, auch wenn er nicht jede Hand spielt. Kein leichter Spieler. Sagen wir mal, einer der Spieler in unserer Runde, die ein bisschen herausfordernder sind für den einen oder anderen. Ja, also. Okay. Ja, Kevin schreibt hier, ein Stream Regular. Ja, was ihm noch fehlt, wäre noch so ein Rucksack, den er hinten über den Stuhl hängt, wenn er kommt. Und noch irgendwie so einen Kopfhörer so im Ohr für die Sportwetten oder irgendwas. Ja. Aber kann man schon sagen, wir haben bei unserem Stream-Projekt auch so ein paar Regulars, Stammspieler, könnte man es auch einfach nennen. Ja, muss man nicht mal alles englifizieren. Stammspieler finde ich einen guten Ausdruck. So, und da haben wir noch ein Follow gekriegt vom Sir Thanksalot. Dann sage ich doch Thanksalot. Danke fürs Follow. Immer gern, immer zugucken. Wenn ihr Bock habt und unsere Runde gut findet, immer gern Follow da lassen und wieder reingucken. Und weiter geht die wilde Fahrt. Hand Nummer 24, Cash and Bar hier mit dem Open Race, mit seinen Pocket Jiggedies, wie sie so schön heißen, beim Brad Owen. Kriegt 2 Caller. Und das Board ist natürlich passend. 4-4-3. Die Spieler checken zum Dealer-Tentakel. Und Cash and Bar moved hier all in. Was ist denn das für ein Move? Nico. Ja. Okay, alles klar. Egal, Cash and Bar zieht hier den Pot. Danke für den einen Bit. Wir nutzen da doch gerade nochmal diesen Pot und stellen hier auch unseren Dealer, Spieler, Operator mal vor. Cash and Bar. OG Friday Night, Mitglied und auch Gründer der Runde, B-Gründer, aka Sugar Daddy, weil er als Stream-Inhaber oder Organisator mit mir zusammen hier die treibende Kraft ist und auch das ganze Equipment hier mitfinanziert. Größte Luckbox, das haben wir ja jetzt, glaube ich, ausreichend erörtert, den Punkt zum Thema Luckbox und Cash and Bar ist alles gesprochen. Das sind einfach Tatsachen, empirische Tatsachen, die haben wir festgestellt über Jahre der Beobachtung. Da braucht man kein
Ornithologe sein und den Flug der Brotkehlchen analysieren oder wie auch immer und das dann festhalten. Einfach gucken, was auf dem Tisch passiert. Und Cash & Bar ist einfach die größte Luckbox. Fertig. Abfahrt. Haken dran. Weiter geht's. Ja, treiben gut ist auch gut. Ja, Chris Leiding schreibt gerade treibende Kraft. Eher so treib gut. Ja. Muss ich gerade selber mal kurz lachen. Ja, ist sicherlich auch noch ein Ausdruck. Den werde ich dann auch noch mal einarbeiten bei einer der nächsten Gelegenheiten. Treib gut. Ja, stark, Kevin. Danke. Gruß. So, jetzt habe ich ja auch leider die Action verpasst. Ich denke mal, hier war Straddle und Doppelstraddle am Werke. Buddy Goal öffnet hier aus dem Smallblind mit King 10. Hitman und der Schwab callen hier. Die große Eröffnung. Und 7-5-4 mit 2 Pick. Draw Heavy. Nee, nee, Menges. Ornithologe heißen doch Vogelbeobachter, oder? Oder habe ich es falsch gesagt? Dachte ich. Der Kevin wollte, dass ich mehr sonderliche Wörter verwende im Stream. Das fand er gut. Also dann, ich versuche auch meinen Sprachschatz zu nutzen, den ich irgendwann mal erlangt habe. Auch wenn ich die Hälfte davon vergessen habe. Okay, Schwab hier mit den Overcards und dem Gutshot stellt es hier rein. Und Buddy Goal hat jetzt nur die reinen Overcards und keine einfache Entscheidung. Auch wenn er gute Odds kriegt, hier 3,5:1. Eigentlich super Odds, aber da ist er halt zu oft hinten. Und wenn der Gegner draht, ist er immer noch nicht gut, weil der Gegner so viele Outs haben wird. Also da sind schon sehr viele Hände, die ekelhaft sind für so eine Hand wie Buddy Goal. Hier hat, kann man nicht vorstellen, dass der hier einen Call findet, der Buddy Goal. Was ganz nice ist jetzt hier in der Maincam mit unserem neuen Objektiv und der neuen Kamera, die Farbwiedergabe ist echt top, also mit Abstand am besten von allen Kameras am Tisch, gefällt mir sehr gut. Auch jetzt der rote Actionmarker am Tisch selber, dass der Spieler aktiv ist, kommt richtig gut raus, die Farben. Das gefällt mir sehr gut. Muss ich gerade mal kurz erwähnen, während der Buddy Goal hier überlegt. Und der nimmt sich hier wirklich die Zeit. Da kann man eigentlich auch mal sagen. Ja, abartig. Kann nichts mehr passieren. Wir legen hier eine Stunde. Halt das ganze Spiel auf. Genau, einfach wegschmeißen. Auf geht's, Buddy Goal. Ja, aber ich... Tu's dir schwer. Ja, weil er noch hinter dran war, was? Und er, ich hab checkt, er stellt's rein. Und er findet den Fold. Also. Genau. Ja, gute Hand hier. Stark gespielt vom Schwab, muss ich sagen. Bringt hier direkt die Lage rein. Also ich hatte jetzt einen Pair. Gibt er hier... habt ihr das gerade gehört? Ich hatte hier ein Pair. Ne? Versucht er hier noch so ein bisschen so ein paar Informationen reinzustreuen. Nicht nur durch seine Aktionen blufft man, auch verbal kann man blöffen. Gutes Play hier vom Schwab, weil wenn der Gegner hier eine Hand hat wie Ace-Queen, Ace-Jack, King-Ten, King-Queen, was auch immer und farbentechnisch nicht mit dem Board hier zusammenhängt, also sprich kein Pick hat oder keine 2-Pick hat, dann wird es immer schwer für den Gegner hier zu callen und genauso ist es in der Hand. Wenn der Gegner hier keine Backdoors hat und nur die reinen blanken Overcards hat, ist es natürlich schwierig. Ace-King, okay, Ace-Queen, ja, ist eigentlich eher eine Hand, da kann man vielleicht ohne Spades callen, weil der Gegner dann vermeintlich öfter einen Flush-Draw hält. Aber der Schwab testet hier den Gegner, Buddy Goal, und stellt ihm die Aufgabe und Buddy Goal beantwortet diese Aufgabe mit Fold. So ist es. Gelesen. Da kommt doch was schon. Kannst du auch, kannst du das schütteln? Nee. Du bist Straddle? Konnte ich deine Karte verfolgen? Hm? Konnte ich deine Karte verfolgen? Nice. Du
Bugs. Sie. Munitionscheck. Gute Karte. Sehr gute Karte. Mhm. Ja. Holt, holt, holt. Ja, das wollte gerade sagen, das könnte die erste Hand werden, die Prefab durchgeht, aber Hitman wird hier natürlich immer callen. Kann mir nicht vorstellen, dass der foldet. Macht er ja auch. Also zwei Spieler Heads up. Nico Mack gegen Hitman. Oh, und guter Flop jetzt für die beiden Spieler. König 9 Dame. Das heißt, Nico Mack wird hier auf alle Fälle eine Conti-Bet auspacken. 150. Und wird der Hitman die kleine Conti-Bet hier sicher callen mit dem Treffer und Gutshot. Jack wäre jetzt natürlich eine super Karte. Money Card. Die 4 ist eine absolute Blank, die wird nichts verändern. Jetzt wird Nico Mack wahrscheinlich eine höhere Bet-Size wählen. Ich kann mir vorstellen, so 4,50 oder so. Nee, nur 3, okay. Ist auch ein bisschen klein. Ah, ich habe zu früh umgestellt, pardon. Hitman hat sich noch gar nicht entschieden. Ich dachte, der callt erzähl hier sofort. Erzähl mal was von Griechenland-Urlaub. Alles in allem, okay. Sehr schön. Ja. Schön. Hitman überlegt jetzt doch länger, als ich gedacht habe. Halt mit Treffer und Gutshot. Jetzt bei der Größe der Conti-Bets hätte ich hier, glaube ich, direkt mit dem Call gerechnet. Gerade mit dem Treffer. Kann er hier eigentlich günstig drawen. Ja, hat aber doch den Call gefunden. Dann schauen wir weiter. Was der River bringt. Das ist die 3 im Herz. Okay, keine schöne Karte hier für Nico Mack. Bisschen der Action-Killer für ihn. Er könnte jetzt natürlich hier Check callen. Wenn er checkt und Hitman geht All-In, wird es natürlich ekelhaft. Bet Fold könnte er spielen. Stattdessen geht er hier all in. Denkt er vielleicht, dass er die Hand hier am River kaufen muss oder den Pot kaufen muss? Wie was da der Gedankengang von Nico ist für das all in? Sehe ich eigentlich eher hier so Check-Call, wenn die Bet nicht zu groß ist, oder so klein Bet-Fold am River? All in. Was will er da bezwecken? Call von einer schlechteren Hand wird er nicht kriegen, weil der Draw ja ankommt. Und welche bessere Hand foldet denn da? Also, weiß ich nicht, ob da Ace King, King Queen oder sowas dann foldet. Kriegt er die zum Folden? Ace Queen, keine Ahnung. Also, das müsste ich Nico nochmal fragen, was er sich dabei gedacht hat. Ob er sich was dabei gedacht hat, haben wird er sich wahrscheinlich was. Habe ich jetzt nicht so ganz gefühlt, das All-In. Aber er war ja vorne, Pot hat er gewonnen. Von daher, wer die Hand gewinnt, hat recht. Das war schon immer so im Poker und wird auch immer so sein. Das ist einfach eine Tatsache, die ist so. Wie die gute alte Tatsachenentscheidung im Fußball, die es mal gab, die es aber nicht mehr gibt. Da gibt es jetzt den Videoschiedsrichter und das bin ja auch ich in Tateinheit. Von daher verkünde ich auch immer die Pokerwahrheiten. Ich nehme jetzt nochmal einen Schluck von diesem Getränk. Ich habe leider immer noch so einen Bodensatz drin und ich glaube, diese 40 Gramm Zucker haben sich jetzt komplett am Boden abgesetzt. Und das ist jetzt, also nochmal, kennt ihr so Baklava, wenn man da so reinbeißt? Den Süßkram hat es. Hier Menges Getränk des Tages, Chupa Chups, Melon and Cream Flavor. Hat der Kevin mir geschenkt. Vielen Dank dafür. Das schmeckt so, ich habe es verglichen mit Aloe Vera Duschgel, das du aussehen in den Mund kriegst. Nur mit extrem viel Zucker. So schmeckt es. Also ein echter Traum. Da muss ich ja heute Abend nochmal 3 Tabletten vom Schlafengehen einnehmen, sonst kann ich hier kann ich die Nacht vergessen. Immer einen Schluck Wasser danach, dann geht's. So, hier haben wir jetzt die Preflop-Action verpasst. Hitman spielt hier seinen Top-Pair an. Schwab hat hier offensichtlich gut gefloppt. Raced hier mit Treffer plus Flush-Draw. Und Birk wurde das All-In wohl falsch eingebucht. Hier klarer Fold hier von Birk. Hat nicht connected. Und Hitman re-raise All-In sieht sich hier vorne. Und
geht zu Recht all in. Der Schwab natürlich mit dem Snap-Call. Die Hand spielt sich von selbst. Ja, also Nico sagt hier, er sieht nur Flush-Draws und es ist auch so. Vor allem auch extrem viel Karo-Draws. Zweimal wird laufen gelassen, da kommt Karo hier für den Schwab. Erste Hand gewinnt der Schwab. Ersten Durchlauf, run it twice. Immer gut, wenn man den ersten Durchlauf gewinnt. Um die Akropolis, da ist halt auch mal Run Nummer 2. Die 8. Okay. Spannung. Zweiter River. Der Jack trips für Hitman. Also auch hier, wie schon öfters heute, gibt es einen einfachen Splitpot. Ja, das ist doch gut. Splitpots tut keinem weh. Da können sich meistens beide Spieler drauf verständigen. Selten, dass einer da enttäuscht ist oder irgendwas. Also wenn es mal wirklich 80-20%, 90-10 ist, dann kann man vielleicht enttäuscht sein, wenn man einen Run verliert. Auf der anderen Seite macht es auch keinen Unterschied, ob man einmal, zweimal, dreimal, viermal spielt. Die Wahrscheinlichkeiten sind ja da und man spielt ja die Wahrscheinlichkeiten und nicht das Ergebnis. Wobei, das ist ja auch nicht richtig. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Ergebnisspielern. Da haben wir ja einige bei uns in der Runde, die sogenannte Ergebnisspieler sind. Aber der wahre Pokerspieler spielt ja die Wahrscheinlichkeit und eben nicht das Resultat. Na? Könnt ihr euch auch nochmal so gedanklich festhalten als deine Marschroute. So Spieler wie Pfeifenwix oder so oder Knut. So klassische Ergebnisspieler. Ja, Hand Nummer 28, ist noch nicht so viel geboten. Birk hier mit dem Straddle. Cash and Bar aus dem Small Blind. Hat jetzt natürlich auch ein bisschen Oberwasser, nachdem er hier sein Stack gut hochgearbeitet hat durch seine All-Ins und seine Treffer. Steigt er jetzt dann doch vermehrt in die Hände ein. Schwab hier mit dem Call mit seinem Pocket und Birk schließt ab. Board kommt runter, Ass hoch, spannend. 7-4. Wird hier Cash and Bar Conti betten, macht er auch direkt. Birk mit dem Call. Die 9. Okay. Treffer für Cash and Bar. Das wäre die 8 natürlich am River, die absolute Money Card. Wir gucken mal, was passiert. Cash and Bar, 2,60 ist die Bet am Turn. Schneller Call hier von Birk. Gucken wir mal, was der River bringt. Da mal oben auf der Akropolis. Und die 3, absolute Blank, schade. Birk hat auch gar nicht mehr viel Money behind. Ich weiß gar nicht, ob Cash and Bar das jetzt noch präsent hat. Doch, will den Birk offensichtlich All-In stellen. Das macht er auch. Ich weiß nicht, ob ein Birk hier gar nichts gibt, aber so sieht es aus. Er stellt ihn All-In und Birk natürlich mit dem Call hier mit seinem Ass und hat hier den easy Double-Up. Okay. Cash and Bar sagt, Ass ist gut. Also, nice Hand für Birk. So spielt man Poker. Der holt sich hier die Chips vom Cash and Bar. Macht er gut. Und Cash and Bar, ja, hat sich wahrscheinlich gedacht, Birk hier als bekanntermaßen Loser-Spieler callt hier sicherlich auch noch mit einer 7 oder mit einem schlechteren Paar oder was auch immer. Oder mit einer schlechteren 9. Gibt natürlich auch noch Hände, die eine schlechtere 9 sind. Von daher hat er sich hier schon noch Value wahrscheinlich gegeben und einfach gesetzt. Ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, einfach zu setzen und durchzuballern auf der anderen Seite. Also ist auch ein River. Kannst du auch einfach checken. Ah, Stats sind dran. Nee, machen wir jetzt direkt. Stats kommen. Genau, also kurze Stats nochmal nach dem Orbit. Nico Mack jetzt immer noch vorne. Bisschen weniger wie 3 Lagen vorne. Cash and Bar im Plus, hat jetzt gerade ein bisschen abgeschenkt. Birk und Hitman 2 Lagen im Minus. VP-Werte sind immer noch im oberen Bereich. Shorthanded, wohlgemerkt. Also da spielen die Leute schon vermehrt Hände, außer Pizze, der ist immer noch ein bisschen zurückhaltend. Und PFR, Cash and Bar, hat jetzt hier ganz klar das Kommando am Tisch übernommen.
Ich glaub, das Winrate, auch Nico Mack und Cash and Bar ganz oben, die dominieren den Tisch durch ihre Action. Weiter geht's. Okay, grün geht weiter. Holger, magst du mal reinkommen und erzählen, wie der Stream heute funktioniert oder läuft? Du sagst so wenig. Ja, dann läuft das gut. Nichts weg, ob nicht gut klappt. So, was ist das für eine Frage vom Operator? So, was schreibe ich denn jetzt? Achtung, Achtung, Stream läuft wie die Eins. Achtung, Achtung, es gibt keine zwei Meinungen. Achtung, Achtung, Nico foldet ein bisschen viel. Aber jetzt kommt er, oder wie? Meine erste gute Hand hier. Jetzt callt er uns gegen den tightesten Spieler am Tisch. Mit Ass 5 suited. Also ist auch ein Call, den kann man hier machen. Bei den Odds. Hat hier auch 36%. Also sehe ich schon auch hier den Call bei Nico. Habe natürlich nur zum Spaß geschrieben. Schauen wir mal, was der Dealer draus macht. Einmal wird gedealt. Oh, falsche Kamera erwischt. Ja, die 5 hat er mal getroffen. Ich mal ein bisschen dunkler machen. Achso, Karo, ja, genau. Oh. Jetzt ist die Messe quasi gelesen. Karo noch zum Split. Nein. Also, nice Hand hier vom Vize. Vize spielt gefühlt die erste Hand des Tages, des Mittags. Und wird hier direkt voll aufgedoppelt hier von Nico Mack mit Ass 5. Pocket Jacks sind gut. Nice Hand vom Vize. Gut gemacht, gut gemacht. Die Pocket Chickadees. Also richtig gut. Genau, Weiland Yutani 510. Ich sage jetzt einfach mal Yutani. Spreche ich einfach mal einen krassen Dealer habt ihr. Dealt die Hände, gibt sie ein und spielt selber auch noch mit. Genau, unser Dealer Tentakel. Nenne ich ihn mal Cash and Bar. Man, da muss ich hinzeigen. Da. Genau, also normal unser Operator, der gibt jede Bet ein und jede Aktion. Gut, auf der anderen Seite jetzt noch mitzuspielen, wenn du dran bist, wenn du callst, musst du nur einen Knopf drücken, wenn du all-in gehst, das geht eigentlich gut mit der Übung. Und wir haben jetzt auch schon wirklich lange unseren Stream, also von daher hat er auch die Übung, das kriegt er hin. Aber macht er gut, gibt auf alle Fälle nochmal ein extra Lob und einen extra Applaus nachher. Gebe ich gern weiter. Achtung, Achtung, der Chat lobt den Dealer für sein Multitasking. Für sein was? Achso, ja. Ja, Kevin hat natürlich hier recht. Vor allem gibt er sich selber die besten Karten. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass es gut für ihn läuft und auch gut rüberkommt. Hand Nummer 30, wir haben drei Spieler am Tisch. Und Hitman trifft hier Top Pair und gewinnt hier direkt den Pot. Also macht da auch mal einen Pot. Nice. Sehr gut. Okay, Kevin schreibt jetzt gerade, er fährt jetzt nach Hause und kommt dann hoch zum Dealen. Ja, cool, wenn du Bock hast, kannst gerne noch eine Stunde dealen. Wird die Leute sicherlich freuen oder auch den Cash in Bar. Ich gehe jetzt gerade mal rein und verkünde das. Dann kann der Cash in Bar sich schon mal drauf einstellen. Muss jetzt eh mal kurz austreten. Von daher stelle ich mal auf Automatikmodus und überlasse euch mal ganz kurz der Poker-Action. Alles klar, bis gleich. Muss ich hier kurz noch 4 Knöpfe drücken. Da bist du irgendwann. Ja, natürlich. Ja, ja. Ah ja, der kommt bestimmt runtergefahren. Ich war schon mal eine Postkarte. Nee, komm, 2 Uhr mache ich es nicht mehr. Ja,
neuer Zuschauer hat dich gelobt. Weiland, Jutani oder was? Krass, euer Dealer, was, dass der das alles parallel macht. Spielen, Dealen und noch Eingabe. Okay. Dann hat der Kevin geschrieben, viel krasser ist, dass er sich selber noch so gute Karten hat. Ja, das ist gefährlich. Das ist der Skandal. Ja. Genau, ich gehe jetzt mal kurz austreten. Der Kevin fährt jetzt gerade von Ending hierher und der dealt dann noch eine Stunde oder so. Ah, oder ja, cool. Ach Gott, bei mir läuft es gerade ganz gut, brauche ich nicht. Du hast schon Dreh raus, ne? Wie man die Karte richtig mischt. So, sollen wir kurz warten, bis du fertig bist? Nee, ich habe auch Automatik im Modus, muss ich kurz austreten. Okay. Einfach weiterspielen. Ja, gut. Dann, also, Alter, muss man einfach mal. Das ist falsch gedacht, so. Gute Action, Jungs. Nee. Ja. Ja, ich gehe auch so. Zwei, ich habe so quasi schon dreifach Stellen, Stolperlos. Bist du dabei? Nee, das gut immer nicht. Bitte nicht, oder was? Nee. Du bist dran. Bist auch nicht gewohnt, dass ich das Chat nicht. Geil, das ist einfach nicht gewohnt. Ich muss doch was challengen. Cool. Noch ein Fold, jetzt kommen die Zauberkarten. Eventuell. Trinken wir aus dem Zaubertrank. Fold. So, zwei Spieler haben wir. Auf jeden Fall. Ein gutes Gutmann. Ja. Das ist Karo, ne? Ja. Matze spricht. Also, ich will mir mal, das Deck mal kontrollieren, ob da nicht doppelt so viel Karo drin ist. All in. All in. Und Punkt. Es läuft sogar, Matze. Vielleicht ist mal Karo. Kann ich noch Draw? Ich hatte zwei Rot, aber. Kein Karo. Ich hatte zwei Rot, aber dann wäre es leider Herz. Wäre es Herz gewesen, sofort war. Weil ich hatte Ass Herz und noch anderes Herz, aber. So, also wieder zurück am Moderatorenplatz. Also das Lob ist angekommen bei Cash & Bar. Macht er heute tatsächlich auch gut und der Tisch ist auch gut drauf. Merkt man heute, die haben Spaß, die haben Bock. Dann macht der Stream natürlich auch ein bisschen mehr Spaß. Genau, vor dem Stream haben wir noch so ein bisschen palavert und nochmal ein bisschen Resümee gezogen. Also unsere Umbaumaßnahmen, die zeigen langsam richtig Wirkung, kann man sagen. Die Kameras sehen jetzt nach und nach immer besser aus. Also bin jetzt auch zufrieden. Habe, wie gesagt, nochmal Farbabgleich heute gemacht und nochmal den Fokus ein bisschen eingestellt. Erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu, weil in der Hand scheint sie schon wieder was zusammenzubrauen. Vierfach Straddle. Ja, wenn Birkulis am Ende der Straddle-Kette sitzt, gibt es kein Halten mehr. Der ist ja unser Action-Spieler Nummer 1. Unser Action-Maniac, kann man ja fast schon sagen hier. Vierfach Straddle, Hitman am Button mit Suited-Karten, entsorgter. Zieht sich am Smallblind, auch ohne irgendeine gute Hand. Und alle Folden zum Dreifach Straddle. Gucken wir mal, ob der hier completed oder was er macht mit 10-5 oder ob er einfach entsorgt. Ja, completed. Wir haben checked, also Friendly Poker hier. Ass 10-3. Ja, donkt der Schwab hier mal direkt rein. Und der Birk hier ohne große Connection hier zu Bord findet den Fold. Ja, wie Hustler Casino. Ja, so ein bisschen. Also der Grundaufbau von Pokerstreams ist ja immer relativ ähnlich. Wir versuchen es ein bisschen anders zu gestalten. Es soll ja schon den Charakter von einem Homegame haben, so wie man es halt bei zu Hause bei jedem im Wohnzimmer spielt. So ist es ja auch. Also wir spielen ja hier einfach im Wohnzimmer. Haben halt drumherum noch so ein bisschen Kameras aufgebaut. Aber alles selber gestaltet und auch unsere Software selber gemacht. Aber es soll schon so den Charakter haben. Die Grundzüge von der Pokerübertragung sind ja immer gleich. Das Spiel ist ja das gleiche. Also von daher, ab einem gewissen Level sehen die Streams dann schon ähnlich aus. Aber danke fürs Kompliment. Nehmen wir sehr gerne an. Und wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Und wollte ich vorhin auch sagen, wir haben vorher noch ein bisschen gefrühstückt und da habe ich nochmal ein Replay von 2018 angemacht, so von den ersten Anfängen. Da mache ich, glaube ich, auch nochmal so ein paar Clips hier. Also das sah aus unfassbar.
noch mit Webcams und also da war die Kameraqualität und Tonqualität ja unterirdisch. Wahnsinn. Aber schnell zurück, Hand Nummer 33, wieder dreifach Spreadle und ich glaube, da könnte was gehen. Unser Dealer-Tentakel, Cash and Bar, hier mit der guten Starthand. Zwei Caller, Hitman Limb 3, Vize Limb 3 und das lässt sich Cash and Bar nicht nehmen. Da wird ja sicherlich 5 oder 6 erhöhen. Ding, 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 ja, danke Menges, Mahlzeit, Mahlzeit. Er arbeitet an seinem Bitcount. Merci und guten. Cash and Bar nimmt Preflop hier die Moneys mit. Nice Hands, macht er gut. So spielt man Poker. Easy Game hier für Cash and Bar. Genau, früher haben wir ja, oder den Anfängen unserer Pokerrunde haben wir ja alles mit Webcams gemacht und so improvisiert, ohne Karten einlesen, ohne irgendwas, einfach ohne Bets, einfach nur das Pokerspiel gefilmt und auf Twitch übertragen. Das war schon abartig lustig, das vorhin zu sehen, weil ich habe ja immer das Gefühl, jetzt wo wir nach und nach in diese ganze Technik, Kameratechnik einsteigen und einzelne Perspektiven deutlich besser werden vom Bild, wie jetzt zum Beispiel die Hauptcam, die jetzt ein knackscharfes Bild gibt, habe ich ja immer noch so das Gefühl, oh, die Seitenkamera, die kackt ein bisschen ab im Vergleich. Da müssten wir mal, da könnte man noch, da könnte man noch. Wenn du aber dann diese alten Webcam-Bilder siehst, das ist echt zum Totlachen. Also die sehen ja so aus, hey, unfassbar. Ich mache da für den nächsten Stream nochmal so ein paar Clips, die ich dann einspielen kann. Da gucken wir uns zusammen nochmal ein bisschen was an. Und einen Vlog mache ich da sicherlich auch noch zu dem Thema Streamentwicklung. Also da kommt sicherlich auch nochmal einiges an Content. Ja, und hier, Preflop, nimmt der Schwab direkt die Kohle mit. Also auch die Hand ist schnell gegessen, passiert nichts. Genau, also jetzt die Perspektive zum Beispiel sieht man einfach, Bild sieht sehr gut aus, aber hat halt nicht die Bildschärfe und auch nicht die Farbwiedergabe von der Hauptkamera. Da sieht man einfach nochmal einen deutlichen Unterschied, auch wenn die jetzt weiter weg ist und natürlich jetzt nicht so nah an den Spielern dran. Wenn man das jetzt identisch einblenden würde, wäre das ein deutlicher Unterschied. Also sieht aber sehr gut aus. Bin sehr zufrieden und zufrieden bin ich auch, denn der Heckenwitz hat eingeschaltet. Sally, Heckmann, grüß dich. Wo kommst du denn her? Aufgestanden gerade oder wie? Echt mal, guten Morgen. Guten Morgen ins Glottertal. Kommst gerade richtig, ein paar Orbits sind schon gespielt, 35 Hände und hier brennt der Baum, hier explodiert der Tisch. Also die Spieler haben heute richtig Bock, sind in österlicher, feierlicher Stimmung. Anders kann man das gar nicht sagen. Zum Hochfest des Pokertums, wie auch immer. War schon halb blasphemisch. 24. Dreifach Straddle von Buttigol, Nico Mack hier mit seinen Pockets erhöht hier. Auch gute Größe gefällt mir hier, 4,25. Stellt die Gegner damit deutlich vor eine Entscheidung. Gerade bei so Spielern, die jetzt so 130, 150 Big Blinds haben, dann ist das ja schon eine ordentliche Portion vom Stack. Musst du dann immer überlegen, mache ich das? Am Flop geht die Marie ja wahrscheinlich rein. Treffe ich dann nicht mit so einer Hand, wie Birk jetzt hier hat? Was mache ich dann, wenn ich das Board verpasse? Also das ist schon eine Entscheidung, eine gute Entscheidung, die der Nico hier dem Gegner abverlangt. Und das Board ist auch gut für die Neuner. Bet Size, okay, 4. Ja, das wird schon reichen hier gegen die Hand von Birk. Wirkt vielleicht noch ein bisschen stärker dem Gegner gegenüber, weil er den Gegner hier noch vermeintlich die Chance geben lassen will zu callen. Ja, genau. Wir machen weiter mit den Stats. Cash and Bar sagt's an. Ich würde gerne Bier trinken, aber ich. Schauen wir uns die mal an. Also Nico Mack jetzt wieder zwei Lagen im Plus. Der hat ein bisschen abgeschenkt. Man sieht so ein bisschen die kleine Wellenfahrt. So hoch runter geht es bei ihm so ein bisschen, aber auf hohem Niveau. Cash and Bar, gewohnt, volatil. Also hoch runter. Der ist auch gern mal in einem Tal, aber spielt sich dann auch wieder stark hoch. Eine Lage im Plus, 14 Lage im Plus
Und der Einzige, der wirklich hinten ist, Hitman 1,5 Lagen und Birk mit 3 Lagen hinten, aber auch nichts Dramatisches. So. Ja, Vize sagt gerade genau richtig, nichts Dramatisches beim Birk. Hitman hier mit 70% weiter am V-Pip Gaspedal, Birk mit fast 70% und Vize kontrolliert mit 24% V-Pip. Der hält sich noch zurück und guckt sich das genüsslich an, was die Gegner hier machen. Cash and Bar, aggressivster Spieler der Session, nichts, was überrascht. Was überrascht, dass hier der Hitman Preflop gar keine Action macht. Ich dachte, von dem kommt ein bisschen was heute. Für alle, die sich wundern, ich gucke immer nach oben auf den zweiten Monitor, deswegen ist mein Hals immer so schön überstreckt. Das ist nämlich nicht ganz ergonomisch, mein Arbeitsplatz. Winrate, Nico, Cash and Bar sind ganz vorne. Und Jörg natürlich noch hinten. Der hat noch kein Glück gehabt heute so richtig. Aber der Tag ist noch jung, die Session ist noch jung, in vollem Gange. Ich würde sagen, wir machen weiter. Go an den Tisch. Los geht's. Genau, Cash and Bar kriegt jetzt ein optisches Signal, grünes Licht und kann quasi die nächste Hand geben. Wenn er schon gemischt hätte, könnte er sie direkt geben, aber er hat die Zeit nicht genutzt zu mischen. Also dann schauen wir uns noch mal ganz kurz den Tisch an. Genau, bei der Maincam waren wir stehen geblieben. Das ist jetzt aktuell meine favorisierte Cam. Die gegenläufige Cam sieht auch sehr gut aus, aber da haben wir so ein bisschen das Problem, dass der Hintergrund wesentlich heller ist als bei der Maincam. Deswegen gibt es da so einen ziemlichen Bildunterschied. Wenn man das quasi einmal drehen würde, würde es auch anders aussehen. Aber ich bin schon zufrieden, unser Stream entwickelt sich und gedeiht. Schauen wir mal, ob die nächste Hand auch gedeiht oder segensvoll ist für unsere Pokerspieler. Hand Nummer 36. Vize, Open Race hier. Also von Hand ist er alle, gell? Also verstanden. Wie lange ist die Reporter Hand dran, oder? Zwischen 3 und 4 Stunden irgendwie sowas. Wie immer. Ja, ja, also könnte noch ein Stolperstein sein, aber. Weil es nämlich Mogelpappen. Cool. Ja, also richtig gute Tag von Wische daheim. Ja, ja. Aber sie dich 4-1 weg oder so. Ja, ja, absolut. Also, ja, ja. Ich sag deswegen, das ist schon jahrelang so. Das wird spannend bis zum Ende auf jeden Fall. Ja. Also 4 Spieler Preflop. Die üblichen Verdächtigen sind am Start. Ace 10 Jack kommt das Board runter. Das heißt, für den Vize eigentlich ein gutes Board. Aber auch Nico hier mit dem Treffer. Kann man nicht vorstellen, dass der hier foldet. Doch, macht er direkt. Insta. Die Conti-Bet reicht. Da ist wohl Mittelpair nicht gut genug für den Nico. Hatten wir ja heute schon ein paar Mal das Thema. Dass Nico gern auch mal hier den Fold auspackt und jetzt ist auch gerade einer durchgelaufen, deswegen hat er ganz kurz gehört, dass ich hier Nico gesagt habe, dem werde ich dann auch noch mal ein bisschen stupfen hier, ne? Der Fold-Button. Der Fold-Button ist heute klar bei Nico durchgedrückt. So, schreibe ich mal kurz an den Tisch. Achtung, Achtung, dieser Fold-Button klemmt heute aber. Dieser Fold-Button klemmt heute aber. Okay. Also bei dir auch. Also bei mir auch. Ich dazu aktiv. Ja. Okay. Weiter geht's. Hand Nummer 37. Wieder ein Straddle. Also muss man heute schon sagen, die Spieler sind schon sehr straddle-aktiv. Bei so einer Short-Handed-Runde auch gut für die Action. Deutlich aktiver heute die Runde im Vergleich zum normalen Full-Ring-Game, das wir eigentlich spielen. Macht richtig Spaß, weil jeder Hand was los ist und auch deutlich losere Hände gegeneinander spielen. Vize öffnet hier, kriegt 3 Caller. Und wird belohnt vom Board. Ich habe schon wieder die falsche Kamera gedrückt. Entschuldigung, ich habe nämlich 2 Board-Kameras. Ich habe jetzt leider den falschen Knopf gedrückt. Muss ich gleich mal entfernen. Hitman spielt hier an mit seinem Treffer. Vize natürlich mit dem Call. Finde ich auch gut, hier nur zu callen. Gibt dem Hitman hier die Möglichkeit weiterzusetzen und Vize stumpf am Callen in Position, natürlich dankbar hier. River ist das Ass. Jetzt gucken wir mal, ob der Hitman hier nochmal
Bluff auspackt. Nee, packt er nicht. Und Vize in Position, natürlich nochmal mit der Bett. Der Gegner hier die 5 callen kann, fraglich. Wenn er ein Ass hätte, hätte er wahrscheinlich angespielt den River. Also, da ist vielleicht sogar so eine kleine Tiny Bet besser. So 2-3 Euro. Die callt der Gegner vielleicht noch mit 8er, 9er oder eben mit einer getroffenen 4 oder so. Ich glaube nicht, dass er hier 5 zahlen kann mit so einer kleinen Hand. Und sieht man ja am Buddy, Hitman auch an. Der hat ja gar keinen Bock auf die Bet. Der überlegt und überlegt. Showdown Value hat er, aber hat er genug? Das ist die Frage, die er sich gerade stellt. Ja, hilft auch nichts, wenn er sich die Hand nochmal anguckt. Auf der anderen Seite, das Board hat auch keine Draws zugelassen, großartig. Von daher ist die Chance schon höher, dass der Gegner hier eine Made Hand hat. Und da ist der Vierer einfach zu schwach und auch folgerichtig der Fold. Also hier gute Entscheidung hier von Hitman. Auch wenn er schon ein bisschen was investiert hatte in die Hand. Am Ende doch ein einfacher Fold. Auch wenn er hier kurz überlegt hat. Finde ich aber gut, wenn die Leute noch mal kurz innehalten und überlegen. Ganz oft machen die Leute einfach und folden und raisen und callen und zack. Und hätten sie kurz nachgedacht, hätten sie vielleicht eine andere Entscheidung getroffen. Man muss nicht immer ewig lang überlegen und sich da ein abtanken, sage ich jetzt mal. Aber kurz innehalten und überlegen, was habe ich denn überhaupt für eine Hand, was ist denn für eine Action passiert, was hat der Gegner gemacht und dann in Ruhe die Entscheidung treffen, sicherlich guter Weg. Nice Hand von beiden Spielern. Oh, jetzt geht's wieder weiter. Cash and Bar mit dem Dreifach-Straddle als Poker-Tentakel. Vierfach Straddle vom Schwab. Also die sind heute echt motiviert. Das muss man den absolut zugute halten. Unsere Spieler. Hitman called im Small Blind. Tatsächlich auch mit der besten Hand. Cash and Bar füllt auch auf. Kriegt natürlich super Odds. Und der Schwab checkt. Mhm. Flop kommt runter, 9 hoch, 964. Ja, Hitman trifft und hat noch Pot Size behind. Also easy game, geht direkt rein die Lage. Cash and Bar mit dem Gutshot und der Overcard überlegt. Foldet hier und der Schwab muss sowieso folden, hat gar nicht connected. Also auch hier easy game für Hitman. Ob du Preflop hier callen musst, weiß ich nicht. Am Flop auf alle Fälle richtig gespielt. Von daher. So spielt man Poker. Nice Hand und her mit dem Geld. Denkt er sich zumindest. Ja, Preflop sicherlich fragwürdig die Hand. König 9 offsuited, ob man hier reinlimpen muss beim Vierfach-Straddle. Aber wenn er dabei ist, dann muss er die Hand auch zu Ende spielen. Hilft ja nichts. So, genau. Mal. Und Cash and Bar heizt weiter an. Wieder Doppelstraddle, wieder Dreifachstraddle vom Schwab. Ja, diesmal hält sich der Birk zurück, kein Vierfachstraddle. Ja, ich glaube, die haben genug Action gemacht bisher. Da kann man nicht meckern. Ja. Jetzt eröffnet er aber, der Birk, obwohl er nicht straddeln wollte. Achso, doppelt von dem stimmt. So, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Was war die Bet jetzt von Birk? Weil die Spieler schon hier ihre Aktion gemacht haben. Also 2 ist die Bet hier, verdoppelt hier. Min-Raise. Vize called und der Schwab im Dreifachstraddle. Oh, da muss er schon mal tief einatmen und sich beruhigen. Blick auf den Kontrollmonitor, was die Odds machen. Cash and Bar called hier auch und jetzt wird der Schwab direkt All-In stellen. Alles andere
Nee, macht dann nichts. Okay, 37 schon im Pott und so viel hat er gar nicht behind. Aber er macht hier ein kleines Raise. Tiny Raise. Interessant. Birk called hier. Und das ist jetzt eine interessante Konstellation. Incomplete Raise von Birk. Das heißt, wenn Cash and Bar hier nur calls, kann der Schwab auch nur callen. Wobei, der hat auch gar nichts mehr behind, also von daher. 67. Ja, die Stacks stimmen nicht 100%. Muss man nachher nochmal einen Chip-Count machen. Ein Cash im Bar. Achso, das war ein Call. Ja, also. Kann ich Kapitän nochmal raisen jetzt? Nee, nicht, gell? Nee, das war ein Call. Und der Schwab callt. Genau, Incomplete Raise. Der Schwab hat jetzt die Gefahr leider erkannt, beziehungsweise Cash and Bar hat sie erkannt und macht hier nur den Call. 67 kriegt hier super Odds natürlich und weiß, dass der Schwab hier nur callen kann. Also interessante Konstellation. Wobei jetzt so viel im Pot ist, also wenn Cash and Bar hier irgendwie connected mit dem Board, wird er hier für die, was hat der Schwab noch, 650 oder was auch nie folden. Wir gucken uns mal den Flop an. Ah, König Junge. Kann ich vorstellen, dass der Cash and Bar hier. Nicht mehr so viel Film. Nicht mehr so viel. Ja, ich call. Ja, eben. Von daher geht die Marie rein. Also, alles in All-In. Und ja, Birk ist hoffnungslos hinten. Kann hier nur Running Outs machen. Und Schwab hält die Asse. Hat man heute noch gar nicht die Asse. Also von daher. Das nice Hands. Glaubt jemand an die Chaos? Da glaubt aber jemand ganz heftig an die Chaos. Ich habe genau die gleiche Hand in Herz. Guck mal, was der Cash and Bar noch raushaut. Au, da kommt das Ass. Aber noch Straßenouts für Cash and Bar. Klassischer Chaos. Nein, au, da kommt der König. Nice Hand von Schwab. Also, Riesenpots. War das der größte Pot des Abends? Weiß es nicht. So spielt man Poker. Nice Hands. Nice Hands, Schwab. Nee, du musst ja noch zahlen, oder? Sehr gut. Ich hab's reingemacht. Und bei Cash and Bar ist da, glaube ich, der Gewinn jetzt einfach. Und es ist weg. Was? Es ist weg. Es ist alles weg. Ich glaube, da ist der Gewinn einfach weg. Ja, ich glaube, das war der größte Pot des Tages, des Abends. Wieso sage ich denn immer des Abends? Weil Poker meistens abends gespielt wird. Pot des Tages. Wir haben ja erst 12.54 Uhr Ortszeit. Ostermontagmittag. Von daher, größter Pot des Tages, größter Pot der Session. In Hand Nummer 39 hier für den Schwab die Asse halten. Und er wird hier voll ausbezahlt. Birk wird es nochmal hier nachladen. Cash and Bar, glaube ich, auch. Der sortiert sich jetzt mal ganz kurz. Und dann bin ich mal gespannt, ob das alles funktioniert. So, genau, hier wird nochmal kurz nach dem Videoschiedsrichter verlangt. Will ich auch nochmal kurz die Hand bestätigen. Achtung, Achtung. VAR gibt die Asse trotz Verdacht auf Abseits frei. Ja. Also, alles safe hier für den Schwab. Hand war regulär, wird freigegeben. Und der Schwab steckt hier bei seinem Comeback in unserer Pokerrunde. War das der erste Auftritt dieses Jahr von Schwab? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ja. Der wollte schon mal im Februar oder März mitspielen, aber da war die Runde schon heillos ist das Wort. Ich sabbel doch einen Schuss hier. Heillos voll gewesen, deswegen konnte er nicht mitspielen.
Und was mir auch gerade noch auffällt, dass diese Kamera, die jetzt gerade aktiv ist, dass die immer so wackelt, je nach Getränkeeinsatz, müssen wir vielleicht auch nochmal fixieren an der Wand. Okay, die Action geht schon wieder direkt weiter hier. Schwab mit der Doppelstraddle. Birkules eröffnet die Hand auf 1,50. Und Nico Mack direkt hier mit der 3-Bet aus dem Big Blind. Ace-Jack suited und Cash and Bar mit der nächsten Hand. Pocket Tens. Hat selber jetzt nicht mehr so viel, nachdem er gerade den großen Pot abgeschenkt hat. Raised all in hier. Natürlich dankbar ist hier mit der Stackgröße. Hat viermal so viel wie der Nico Mack. Birk foldet hier und Nico hat jetzt die Entscheidung. Gucken wir mal, ob er hier den Call findet. Du hast eine Stack. Ja. Da war der Call. Schnelle Entscheidung von Nico. Ja, ist sich aber nicht so sicher. Schüttelt selber auch den Kopf, aber hat hier einen Coinflip. Nico, du darfst. Nochmal zweimal, oder? Zweimal wird gespielt. Also, die Spieler sind doch alle hier heute. Wie sagt Kevin immer, so ein bisschen kleine Weicheier, kleine Schisser. Alle spielen immer zweimal. Normal wird einmal gespielt. Einmal wird gespielt, verreckt wird am Tisch, aber heute nicht offensichtlich. Heckenwitz auch, klassischer Freund. Und Cash and Bar gibt sich direkt das Set in der ersten Hand, gewinnt den ersten Durchlauf. Was bringt der zweite? Sieben hoch. Okay. Ja. Okay, ja. Wahnsinn. Das hört man Carlos halt immer gerne. Ja. Buchen. Ja. Unglaublich. So, warte mal. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob das richtig eingebucht wird, weil der Cash and Bar, unser Dealer-Tentakel, eine Karte nicht eingelesen hat. Bin ich mal gespannt, was die Software jetzt aus der Hand macht. Der Yutani fragt, tracken wir jede Hand? Also ja, klar, wir haben eine Datenbank. Das heißt, wir können auch episodenübergreifend oder All-Time-Stats abrufen, zumindest die Stats, die wir schon integriert haben. Also Winnings, PFR, VPIP und Winrate haben wir aktuell. Wir hatten eine Staffel 1 mit 12 Episoden, da haben wir schon so ein kleines Fazit gezogen. Und jetzt haben wir quasi eine neue Datenbank für Staffel 2. Und wir werden es aber nochmal irgendwann Richtung Sommer nochmal ein Software-Update machen mit unserem Programmierer. Und dann gibt es auch All-Time-Stats und lauter so Geschichten. Dann gucken wir mal, was wir mit reinnehmen. So, hat der jetzt das richtig erfasst? Ich glaube schon. Also, ich habe gerade ganz kurz nach oben geguckt auf meinen Bildschirm. Kann ich ja hier auch mal kurz zeigen. Seht ihr das auch? Da ist mein zweiter Bildschirm. Genau, da sind die Stats. Genau, hat es richtig, richtig erkannt, richtig getrackt. Und sollte passen. Okido. So. Ja, ich sehe schon, das ist keine so richtige Handkamera. Bräuchte ich vielleicht auch noch so eine mobile Kamera, dass ich hier so rumfilmen kann. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Auch eins der nächsten Male will ich auf alle Fälle noch so ein mobiles Mikro, dass ich hier so einen Anstecker habe und irgendwie so Funkmikro steht auf der Liste für die nächsten Streams. Irgendwann in ferner Zukunft, ich sehe es schon am Horizont, Staffel 3, sitze ich am Tisch und deale und moderiere von da direkt. Das ist so meine Vision. Kommt. Ist noch in Zukunft, in weiter Zukunft, aber das ist die Zukunft von Poker Livestream. Sehe ich schon. Direkt vom Tisch wird gestreamt. Ich sehe das schon kommen. Heckenwitz schreibt, echte Männer spielen nur einmal. Und da hat er recht. Genau, zweimal spielen ist für den Arsch. Verreckt wird am Tisch. Alte Pokerweisheit. So, und jetzt hat das Dealer-Tentakel offensichtlich was falsch eingegeben. Ein Spieler hier falsch gebucht. Birkules ist am Start gegen Vize, der hier vom Button aus raced. Zwei Spieler. Heads up. Okay, beide Spieler treffen hier. Vize mit der Conti-Bet und die hat es in sich. 4,75. Spielt hier auch ein bisschen seinen Teil des Image und Birk mit dem Insta-Fold mit seinem Treffer. Ja, das ist auch nicht normal. Also der Birk callt hier auch gerne mal loose, wenn er hier einen Treffer hat oder irgendwie connected hat. Dem Vize gibt er hier offensichtlich Credit und lässt ihn gewähren. Ja,
Ja, ich trinke doch mal einen Schluck von diesem hervorragenden Getränk vom Kevin. Der ist jetzt zwar gerade im Auto auf dem Weg hierher, aber er wird ja das Replay sehen. Also nochmal vielen Dank, Kevin. Ich habe jetzt immer noch einen Schluck da drin. Und, ja, mit 20 bin ich drin. Plus oder wie? Ich trinke es einfach. Aber das verbebt einem auch so den ganzen Mund irgendwie. Also, das habe ich vorher schon gedacht. Kann ich wirklich, wie so ziemlich jedes Getränk, was der Kevin mir mitbringt, nicht empfehlen. Kauft dieses Produkt nicht. Danke, Kevin, nochmal. Ah, da klingelt's. Könnte noch. Oder für uns auch. Ich weiß. Also du machst halt so rote bei der, Karte, ne? Bei der Stat, ist das so Strichel oder so? Bei der Stat-Anzeige, die er zwischendurch einblendet, können wir so hinten dran so. Zweimal. Ja, so ein Rewind-Button. Ja, genau. So. Genau, ja, genau. Ja, zeigt ja einmal am Ende die Code, oder? Du meinst für uns? Ja, für uns einfach so. Für uns, ja, vielleicht auch hier. Also ich glaube, jeder, der im Minus ist, weiß es. Nee. Na, weißt du, wie viel? Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn man das Anzeige sieht. Ja, ja. Sonst steht da halt so viele Chips, hast du aber schon viermal nachgekauft oder so. Ja. Gut. Bei den Stats steht es dann immer trotzdem richtig. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon noch trotzdem. Aber für uns ist es halt jetzt noch. Bonus. Forward. So, jetzt komme ich mit der Wahnsinnshand. Bolt. Das wieder ist auch raus. Und ein Call. Einer ist halt immer dabei. Das ist wahr. Check. Ich glaube, mit 7-2 muss er direkt All-In gehen, damit es überhaupt noch funktioniert. 22. Und 5. Eckstein, ne? Karo kann die Kreuziger. Ja, ich kann kein Karo. So, also jetzt mache ich Stats. Ich wurde kurz aufgehalten. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung oder wie der Schweizer im Eishockey sagt, für den Unterbruch. Entschuldigung, pardon. Kevin ist gerade gekommen. Genau, den musste ich kurz begrüßen und meine Aufwartung machen für dieses tolle Getränk. Deswegen, sorry, ging jetzt gerade eine Minute. Ich zeige euch kurz die Stats. Vize, 2 Stacks im Plus. Sport nach der Riesenhand. Cashin Bar im Plus und Birkules jetzt 4,5 Lagen im Minus und auch der Hitman im Minus. So, wir schauen uns den VPIP an. Auch hier gibt es keine großen Veränderungen. Das Gefälle bleibt gleich am Tisch. PFR, ja, da sind die Fronten einfach schon klar geblieben. Und Winrate haben wir Cashin Bar ganz oben jetzt. Der gewinnt einfach die ganzen Run-It-Twice-Hände. Also dem läuft es ein Stück weit rein. So, also weiter geht's. Kevin jetzt am Deal. Cash and Bar muss dann gleich noch kurz seinen Seed umstellen. Ja? Genau, ja. X, dann machst du weg und dann nimmt er einen Stack mit, dann trägst du die einfach bei 9 an. Wo muss ich den Stack nicht? Nee, den nimmt er automatisch, aber der Kevin dealt schon die Hand und die Setzrunde läuft noch gar nicht. Alles gut. So, also ich muss das mal ganz kurz hier sortieren, die Abläufe, dass das auch alles hier richtig läuft. Ich hoffe, das klappt jetzt. Jetzt warten wir ganz kurz, bis Cash im Bar am Platz 8 eingebucht ist. Und dann stelle ich gerade mal kurz hier auf die Standings um. Dann schalten wir um auf die Poker-Action beim Dealer-Wechsel. Ist immer ein bisschen Chaos. Aber das Gute ist ja, wenn ihr das YouTube-Replay guckt oder für die, die das YouTube-Replay gucken, da schneide ich das einfach alles raus und dann ist alles cool. Von daher wird das alles wie durch Zauberhand dann funktionieren und laufen. Also alles kein Problem. Dafür ist YouTube ja da. Ne? Schön gesettet habe davor, habe ich 2. Ich war richtig stolz auf euch. Von irgendeinem neuen Follower habe ich einen riesen Lob gekriegt. Ja, das habe ich aber gleich mal eingedämmt. Gleich mal gesagt, da gibt sich vor allem immer selber die besten Karten. Das war einmal reiner Eigennutz, hast du geschrieben.